Wer warf seine Zigarettenasche in die Urne überm Sofasitz? Dann nützt es nichts, wenn ich die Urne noch so wasche. Die war nicht für Zigarettenasche. Die enthält die Asche unseres lieben Onkel Fritz. Überall bei uns stehen Aschenbecher, links und rechts und vis-à-vis. Das war viel zu leicht für diesen Schwerverbrecher. Der benützte keine Aschenbecher. Wer ist jetzt Onkel Fritz und wer ist jetzt Tabakregie? Also ich wäre darüber ja nicht so empört, doch Onkel Fritz hätte es bestimmt gestört, denn er war ja Nichtraucher mit gutem Grund und das ist für ihn nicht gesund. Von Berlin, Paris, New York bis Deauville, ja von Antipod zu Antipod, tropft ein jeder seine Asche nicht, wie er grad so will. Aber das war diesem Kerl ganz Povidel. Armer Onkel Fritz, ein Glück, er ist schon tot. Dann wollte ich auch gern wissen, welche Sorte hat man so unsanft mit Onkel Fritz gepaart? Waren es Zweier oder Dreier oder Sporte? Vielleicht bin ich jetzt verwandt mit einer Smart. Wann es Memphis oder Donau oder Aster? Es kann gefiltert oder ungefiltert sein. Das musste ich einfach wissen, damit basta. Und so griff ich tief in Onkel Fritz hinein. Ich weiß, dass Onkel Fritz darob nicht froh wäre. So bohrte ich möglichst zärtlich vertikal. Und ganz weit unten, da wo circa sein Trikot wäre, war auch ein Stummel. Darauf stand Palmal. Wer warf seine Zigarettenstümmel in die Urne überm Sofa sitzt? Ja, das setzt was, wenn ich den einmal erwisch, den Lümmel, dem steck ich die Zigarettenstümmel genau dorthin, wo er sie hat gesteckt, dem Onkel Fritz. Natürlich. Von wem ist der eigentlich? Frédéric Chopin? Ja, der Täter ist davongekommen. Doch, dass er Pall Mall raucht, finde ich nett. Onkel Fritz war von Amerika sehr eingenommen. Jetzt ist Amerika zu ihm gekommen. Trotzdem ist mir's noch nicht klar, ob's auf die Art passend war. Wenn ich Onkel Fritz doch nur begraben hätte.